Na, die Haare sollten beim Backen schon aus dem Essen raus sein, weil keiner mag kleine, leckere Macarons mit Inhalt. Also jedenfalls nicht solchen Inhalt. Ja, schön, dass ihr wieder da seid heute. Ihr habt es schon gehört, ich möchte Macarons backen in verschiedenen Aromen. Und zwar einmal im Orangengeschmack bzw. in Orangenfüllung, Zitrone und Pistazie. Und wir starten mit dem Mahlen der Mandeln. Es gibt natürlich schon gemahlene Mandeln zu kaufen, aber meistens sind diese Mandeln komplett mit dieser kleinen Mandelhaut gemahlen worden. Und dann hat man so dunkle Schalenreste da drin. Finde ich nicht so attraktiv. Also kauft euch am besten schon gehobelte Mandeln, die sind nämlich abgezogen und dann malt ihr euch die nämlich selber. Ganz einfach mit dem Zauberstab. Ja, das sieht doch fein aus, das ist super. Wie geht's weiter? Wir haben heute zwei Eiklar der Größe M. Die kommen jetzt in unsere saubere, trockene und fettfreie Schale. Eine Prise Salz hinzu. Das Eiweiß wird jetzt richtig steif geschlagen, also so, dass man die Schüssel auf den Kopf stellen könnte, ohne dass das Eiweiß herausfällt. So, ich denke, unser Eiweiß ist jetzt steif genug geschlagen. Jetzt folgt unser Puderzucker. Das sind 120 Gramm Puderzucker und die habe ich vorher nochmal gesiebt, damit auch wirklich jeder klitzekleine Klumpen, der sich darin aufgehalten hat, weg ist. Der Puderzucker wird jetzt nach und nach unter die Eiweißmasse gehoben, sozusagen, damit das Eiweißgerüst nicht gleich wieder einstürzt. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die Eiweißmasse ist jetzt natürlich so richtig schön zähflüssig. Zeit für unsere gemahlenen Mandeln. Teilen wir uns den Teig auf, damit wir den mit den entsprechenden Farben einfärben können. Ihr könnt Lebensmittelfarben nehmen, zum Beispiel von Hilton, das sind schöne Gelfarben. Es gibt aber auch Gelfarben von Dr. Oetker in so kleinen Tuben, die sind auch sehr schön. Wir schnappen uns jetzt einen kleinen Spritzbeutel, dort schneidet ihr vorne ein kleines Löchlein ab, drückt es über den Glas. Und dann kommt der Macaron-Teig dort hinein. Ich habe hier schon mein kleines Blech vorbereitet mit meiner Macaron-Backmatte. Die bestreiche ich jetzt aber vorher noch ein bisschen mit Butter, damit sich die Macarons nachher auch wirklich lösen. Jetzt spritzen wir kleine Kreise in die Mitte. Wer jetzt denkt, dass man die Macarons gleich in den Ofen schieben kann, der muss sich allerdings ein bisschen gedulden, weil so wie sie dort jetzt ausgebreitet sind, lasse ich sie jetzt für 20-30 Minuten einfach trocknen. Und danach wandern sie für 10 bis 14 Minuten bei Ober- und Unterhitze für 140 Grad in den Backofen. Und wenn sie dann fertig sind, sehen wir uns gleich wieder. In der Zwischenzeit kümmern wir uns aber schon mal um die Füllung. Wir haben hier 120 Gramm zimmerwarme Butter. Die verschlagen wir gleich. Da folgt jetzt unser gesiebter Puderzucker. Da unsere Füllung, unsere kleine Creme, natürlich noch ein zusätzliches Aroma kriegen soll, rühre ich gleich noch ein bisschen Vanille unter. So, die ausgekratzte Vanilleschote, die landet jetzt gerade in meinem Zucker. So kann man sich den Vanillezucker auch selber machen. Und wer zu Hause zum Beispiel den Zauberstab hat, so wie ich, der kann aus dem Zucker nachher auch Vanillepuderzucker machen. Ist auch sehr lecker. Weil wir Pistazien-Macarons machen möchten, habe ich hier 1,5 bis 2 Esslöffel gehackte Pistazien. Die sind mir jetzt in der Form aber noch zu grob. Etwas Abrieb der Bio-Zitrone, die habe ich natürlich vorher heiß abgewaschen. Und da kommt jetzt ein bisschen von der Schale. Und zusätzlich gleich noch einige Tropfen von dem Zitronensaft. Ein Spritzer Zitronensaft folgt noch. Wirklich nicht zu viel, weil die Masse sonst nachher flüssig wird.
ein bisschen Lebensmittelfarbe hinzu, damit es nicht nur nach Zitrone schmeckt, sondern auch ein wenig nach Zitrone aussieht. Das sieht jetzt auf Anhieb ein bisschen wenig aus, aber wir haben ja auch nicht die Massen an Macarons gemacht. Das reicht schon. Ne? Schnell noch die Pistazien anrühren, auch nur so ein bisschen. Jetzt noch die Orangenfüllung. Auch hier wieder ein bisschen Abrieb der heiß abgewaschenen Orange hinzufügen. Ein Spritzer vom Orangensaft, frisch gepresst. Ein Träumchen. Boah, verdammt, ist das lecker. Holla die Waldfee. Jetzt suchen wir uns natürlich die schönsten Macarons aus, um diese dann zu füllen. Also ihr seht, selbst bei mir sind die nicht alle durch die Bank weg perfekt in der Oberfläche geworden. Aber ist mir egal, weil sie schmecken trotzdem lecker. Wir nehmen uns wieder so einen Spritzbeutel, schneiden vorne die kleine Ecke ab und suchen uns eine kleine Spritztülle aus. Wir haben jetzt nicht so riesige Macarons gebacken und so richtig dick bestreichen wollen wir sie in dem Sinn ja auch nicht, weil es ist ja Butter pur. Wir denken an unsere Hüften, sonst müssen wir wieder länger im Fitnessstudio stehen. Das auch ein bisschen oll. Füllen unsere Buttercreme hier hinein. Und schon geht's ans Füllen. Da muss man natürlich sich einen Ticken beeilen, weil Butter und warme Hände ist eine Kombination, die passt jetzt nicht so super zusammen. Ich muss die Dinger ja in irgendeiner Form transportieren. Also wenn sie jetzt nicht zum Verschenken wären, würde ich sie wahrscheinlich einatmen. Ich habe mir diese kleine Geschenkverpackung organisiert. Backfreunde.de, die haben so hübsche Schachteln. So, ich werde hier noch ein wenig die Macarons mit der Füllung bestreichen, weil die Pistazien-Macarons dürften jetzt auch gleich fertig sein. Und ich klinke mich jetzt schon mal aus und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und solltet ihr irgendwelche Fragen haben oder euch ein Rezept mal wünschen, was ich unbedingt mal machen soll, schreibt mir unten rein. Bis dann!